Brickforce. Was gibt's auch anderes, wenn man Let's Play Brickforce einschaltet? Richtig. Jump-Run Games Spaß. Nein, wir sind in Brickforce, also. Aber wieso kommt es, dass ich jetzt so hässlich aussehe? Ja, ihr habt das Video irgendwann mal gesehen, das muss ich doch eingestellt haben, wie ich das Tutorial gemacht habe. Und man sieht, dass ich von vorne anfange mit dem Profil Lane der LP, wo ich eigentlich auch die Waffen und sowas im Pick and Win gewonnen habe. Aber wo sind die? Wenn zum Beispiel hier die Tsunami 2S hatte ich auch mit dem Account gewonnen. Wie kommt es, dass ich dann wieder von vorne anfange? Wir sind auf einem amerikanischen Server. Richtig. Und ich bin einfach dem ersten Clan reingejoint, den ich gefunden habe. Egal. Welcher Raum wollt ihr? 10. Raum 10. Wir sind aber auf Beginner. Du heißt Halsscheu. Ich. Halsscheu. Hat er sich direkt einen Hut gekauft. Also wir alle mit null Rüstung, vielleicht hat er einer von euch. Das habe ich im Pikmin gewonnen. Also wir haben hier Lane Day, Schreihals, Catban und Cedrix. Cedrix habe ich hier auf einem amerikanischen Server getroffen. Hello, my name is Lane Day. And yours? Hello, my name is Cedrix. Yes. Das ist ein Amerikaner, der spielt auch mit uns. Ich habe den hier getroffen. I'm Cedrix Entertainer. I'm a black people. Abonniert Cedrix Entertainment. Nein, der ist deutsch. Hier ist jeder. Oh, I'm a black entertainer. Search okay. In Google. Boy, come in room 10. Ey, ganz ehrlich, es gibt wirklich so einen schwarzen Geist. Cedric und ist ein Entertainer. Ja, deswegen, ja, wieso hast du dich Entertainment genannt, dachte ich dann, als ich dich gesucht habe. Damit ich die Parallele zum Cedric the Entertainer hab. Ach ja, eins habe ich vergessen zu sagen. Das habe ich schon mal irgendwann präsentiert in zwischen Folge 50 und 80 oder so. Keine Ahnung, irgendwann in dieser Zeit hatte ich normal Anfänger-Let's Plays gemacht mit einem Kumpel Dominik. Man hat am Anfang 1000 Punkte, auch wenn ich jetzt... Wieso habe ich 1001 Punkte? Hab ich wohl ja, ich auch. Bekommen. Da hat man 10.000 Brickpunkte. Als ich damals angefangen hatte mit dem normalen Lane Day ohne Let's Plays, hatte ich 30.000 Brickpunkte. Glaube ich zumindest. Und neu war ja jetzt, dass man direkt 222 Tokens gewinnt, geschenkt bekommt. Dazu hat man die Maps der Woche, die es damals schon immer gab, oder? Nein, bestimmte ausgewählte Maps. Die oberen hier sind von Brickforce. Es gibt auch bestimmte Brickforce Maps für nur bestimmte Spielarten. Wie zum Beispiel The Cube oder so ist nur für Singleplayer. Also Team Deathmatch. Dann gibt es hier noch, die habe ich alle mal gespielt. Bis auf die Day. Die habe ich am seltensten von denen hier gespielt. Und Colony, die habe ich auch nur einmal, glaube ich, gespielt. Aber sonst, die Maps sind alle ganz nett. Ich finde, wir hätten schon mehr verdient. Sag mal, wo seid ihr hin jetzt? Ich habe kurz was in der Einstellung gemacht. Moment, ich komme wieder. Cedric, ich bin jetzt auch dran. Hoffentlich ist jetzt der richtige Server, habe ich installiert. Ja, ich habe den richtigen Server installiert. So, Cedric, komm Raum 10. Raum 10, welcher Play? Beginner 2. Beginner 2. Wir sind ja noch Beginner. 10. Darius! Oha, wie gut bist du? Lass mal dein Profil sehen. Er hat ja schon Sachen gekauft. Ich kaufe mir die Panda-Sachen halt einfach. Ich gebe hier vernünftig keine Tokens aus. Ey, guck mir, ist er im gleichen Clan. Ich hab mir früher gab sie irgendwie Gratis-Tokens oder so, habe ich mir auch für irgendwelche gekauft. Nein, ich habe mir die Box gekauft und habe sie auf den EU-Server eingelöst und die wurden auch auf den US-Server eingelöst. Also jedes Mal, wenn es jetzt irgendwie in Brickforce, lass mal anfangen, jedes Mal, wenn es irgendwie in Brickforce jetzt in dem EU-Server einen Neustart gibt oder hier, wie ich sagen will, wenn die was updaten, was ja gerade der Fall ist, welche Map haben wir hier? Habe ich gerade nicht drauf geachtet, die haben Darius ausgewählt. ICT. Die darf man bei Beginner hier spielen, aha. Denn für Beginner sind ja nur bestimmte Maps ausgewählt. Jedes Mal, wenn jetzt im EU was geupdatet wird, spielen wir einfach in US. Und ich werde hier auch mit dem Profil auch weiterspielen. Jedes Mal, wenn ich dann ein Level up komme, sage ich auch Bescheid. Da mache ich jetzt mit zwei Typen, einmal mit Lander und einmal mit Lander LP, denn Lander LP soll dafür bekannt sein, dass er von vorne anfängt und mit Lander will ich bestimmte gute Maps hier aber aufbauen, denn ich baue in letzter Zeit sehr viel. Ich hätte eigentlich auch mit dem normalen Lander anfangen können, das sollte zuerst nur ein Test werden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man wirklich von vorne anfängt. Ich meine, wenn ich jetzt alles verliere, dann wäre mir das... Gott, ist der Ton laut, scheiße. Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Dünnschiss. Mir ist noch was aufgefallen. Ich habe mal wieder mein Headset nicht. Toll. Man hört mich immer noch leise. Obwohl ich eigentlich, glaube ich, selbst ein Headset im Grunde.
lauter machen kann, oder? Wieso habe ich meine Zone lauter gemacht? Oh, da schießt gerade jemand im Geschütz, ey. Das ist brutal laut. Ja, das... Toll. Ich kann jetzt nicht leiser machen, weil sonst das Display bei mir ausgeht, aus dem Grund. Wow. Einmal angefangen und direkt... Oh, ich wollte schon ein Premium machen. Hallo. Das Lustige ist, ich habe auch hier auch sogar auf diesem Server auch Premium. Ah, erster Kill meines Lebens. Toll, hört mal auf, den Kill zu klauen. Ich muss mal den ersten Kill meines Lebens schaffen. Sorry. War nur Absicht. War nur Absicht. Entschuldigung, war nur Absicht. Laufen wir oben mal rum, vielleicht ist das extra mit einem Geheimgang versteckt. Oh, guck mal. Ein geheimer Geheimgang. Ein ungeheimer Geheimgang. Wo seid ihr? Mann, lass mich. Unter dir. Ja, ich gehe mal wieder runter. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Aber ich finde. Schon. Ich hab 20 Rüstung, glaube ich. Du warst der erste Kill meines Lebens. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht heilen, scheiße. Oh, Griffin. Alter, die kommen immer so von hinten. So fühlt man sich also, wenn man ein Loser ist. Aua. Oh, der zweite Kill meines Lebens, Hilfe. Alter, den Geschütz ist zu kacken. Ah, nee, ich hab den nicht gekillt. Ich wurde auch. Die KD muss macht irgendwie so einen Bock. Gut bleiben. Die KD muss gut bleiben. Ich hab... Also ich würde mal sagen, nach ungefähr jetzt noch 5 Spielrunden habe ich eine bessere KD als auf den EU-Server. Ist irgendwie anders, statt mit den Eiern, ne? Ja, es ist einfach nur... Das Einzige, was jetzt anders ist... Es macht Spaß! Ja, ne? Oh, ja! Das was man gar nicht mehr gedacht hätte, es macht Spaß, es zu spielen! Ja, meh! Das ist ja, so anders, ernst. Weißt du? Irgendwie bin ich total der Pro-Gamer in normal auf EU und hier voll Loser. Du bist overpaid. Hast dein ganzes Skill nur aus Geld. Ich brauch noch einen Double-Kill an einem. Alter, meine Maussensibilität ist gerade übelst hoch. Ich muss mich bei irgendjemandem hinten einschleichen, damit ich den töten kann. Ich wusste nicht, dass es hier einen Untergrund gibt. Das ist ein ziemlich langes Let's Play, wisst ihr das? Denn ich habe ja angefangen, wo wir noch in der Lobby waren, immerhin. Da habe ich mich zum ersten Mal nicht wirklich gefühlt, weil ich die Vorhaben habe. Nein, jetzt sieht es wieder down aus. Ich sag nur, die Thunder ist übel stark. Früher habe ich immer gedacht, das könnte vielleicht etwas bringen wegen den Assists. Nein! Ja, geschafft. Also die beste Anfangswaffe ist auf jeden Fall die Thunder. Ihr müsst euch auf jeden Fall an den Ton gewöhnen, weil ich ein bisschen leise für euch bin. Nach diesem Let's Play werde ich neue Let's Plays machen und dann versuche ich mein Headset lauter zu machen. Alter, das leckt doch übrigens bei mir die Steuerung. Ich finde der Server leckt überhaupt nicht als der US-Server. Ja, ne, der leckt kein bisschen. Weil so gut wie keine Spieler drauf sind. Und auch keine Osternets oder so ein Müll. Ey, das ist unfair, Mann. Ich sehe, dass du Rüstung hast. Toll. Ja, 20 Stück. Im Arsch. Ja, scheiß doch was auf KD. Hauptsache, der Fun ist da. Ja, ne? Oh, ja. Ich muss den Fun wieder suchen. Ich habe gerade keinen Fun. Oh, da ist er. Nein. Juhu. Spawnt ihr eigentlich, wo ich meine, wo spawn ich? Da hinten. Kennengelernt und schon haben wir total viel Spaß. Komm, ich brauch ein Kill mehr. Mindestens das Gleichstand. Das ist die Macht von Amerika. Made by America. Danke, Halsschrei. Schreihals. Halsschrei, Schreihals. Halsschrei. Ab jetzt nicht immer Halsschrei. Oder Halsschrei. Nein, Mann. Ich krieg's immer nur mit den dicken Kindern hier zu tun. Von uns. Ey, der eine Typ mit dieser Hornet da, ey. Er haut voll alle weg. Der, wo dich gerade gekillt hat? Ja! Den ich hab grad Oh, jetzt hat mich der Lane gekillt. Oh! Da war Spongy. Nein! Wo hast du den denn her? Na, was denn? Toll, ich hab keine Bratpfanne.
aus der Box, aus der Christmas Box. Komm ich auf die Ecke mit so einem Hammer, ne? Ich hab die Box gar nicht. Weil du den gekillt hat. Wo so nervig ist. Gott, wo gehen die alle hin? Wartet mal auf mich. Wer ist das? Das bin ich. Hallo! Was geht mit den dicken Kindern hier ab? Schütt mal euer Leben. Nur weil ihr fett seid, müsst ihr euch nicht cool fühlen. So, der schon mal vom Fenster. Wo ist der nächste, der gekillt werden will? Ich höre hier jetzt. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Wow, schnell weg hier. Und ich muss mich erstmal umgucken. Die dicke Scheiße. Oh, zwei. Ja, dieser scheiß Rückstoß, Alter. Komm, ich brauche einen Double Kill, damit ich irgendwie noch die... Komm, lass mich dich einmal killen. Das ist ungewohnt, bin der ungarten Horne zu spielen. Ja. Vielleicht geht die Munition aus. Ja. Was auf den EU-Server hier passiert, um die Munition auszugehen? Das ist voll ungewohnt. Ich sag ja, es lohnt sich dick zu sein. Das Bond ist dick gefilmt. Aua. Boah, wer ist denn der Freund größer Pate? Ja! Und ich lieg auf der größeren Seite. Ja, Mann! Ist der Trick, was ist? Scheiße, wer ist denn dieser eine mit dieser Horn da? Ja, Mann, ich lieg auf einen Pluspunkt. Geil. Seine Leistung, wir wissen, was der jetzt der Trick sagen wollte. Ja, sag mal. Ich bin ich da weggerutscht? Och, fuck. Der Trick muss voll erst das haben. Gut, das ist sehr gut. Auch wenn der Ton ein bisschen laut ist und es aufregt, es ist sehr gut. Es macht so Spaß, ey. Also wenn genau, wenn das gleiche Feeling auf dem EU-Server da wäre, was früher da war, wäre es absolut genial. Boah, jetzt hast du mich aber ganz schön... Aua, scheiße. Kommt gleich noch ein Kill. Oh, hier sind zwei Stück mit einer Hornet. Ich weiß noch damals, dieses Gefühl gab es auch damals, bis diese Pro-Typen kamen und die ersten Majore da waren. Bis es solche OP-Waffen gab und dann noch Russi. Ungefähr, wer jetzt auf den EU-Server spielt, der hat das Beta-Gefühl. Ja, ne? Moment, ich geh mal kurz. Das Einzige, was eigentlich, was man eigentlich rausmachen müsste, ist erstmal das Auto-Heal. Weil wenn ich gegen Typen mit Auto-Heal spiele, dann werde ich so aggressiv. Ich muss jetzt mal alles ändern wegen Headset und sowas. Und beim nächsten Mal, also... Freitag oder so, das ist bei euch wahrscheinlich morgen, dann habt ihr vielleicht das Gefühl, dass es ein bisschen besser klingt, aber dann könntet ihr meine Tastatur hören, deswegen versuche ich das Beste zu machen.